Das muslimisch-arabische Reich etabliert sich. Und damit auch der Sklavenhandel. So wie das Geschäft mit Übersee wird auch dieser Markt für Frischfleisch zusehends von Profis organisiert. Mächtige Händlerdynastien dominieren das Geschäft, zum Beispiel in Kairo. Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert gibt es sogar ein Kartell für den Handel mit schwarzen Sklaven, das die staatlichen Aufträge verteilt. Und da die Religion in der islamischen Welt das gesamte Leben regelt, meldet sie sich auch bei der Sklaverei zu Wort. Der Koran empfiehlt zwar, die Sklaven nicht zu hart anzufassen, hat aber ansonsten nichts gegen diese Praxis einzuwenden. Die Sklaverei wird durch die Religion nicht gerechtfertigt, aber die Religion stellt Regeln für die Sklaverei auf. Es geht darum, dass die Gesellschaft in der Praxis auf Ungleichheit beruht und dass diese Ungleichheit von den religiösen Texten akzeptiert und legitimiert wird. Der Koran spricht mehrfach von Sklaven, ohne ihren Status in Frage zu stellen. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn damals waren die Verhältnisse einfach so. Diese Gesellschaft wäre ohne Sklaverei gar nicht vorstellbar gewesen. Im Prinzip erlaubt der Islam die Sklaverei unter der Bedingung, dass es sich dabei um Nicht-Muslime handelt. Und so wurden im Verlauf der Jahrhunderte Hunderttausende, wenn nicht sogar 1 Million Europäer versklavt. Aber die westliche Welt wehrte sich dagegen. Und da weiße Sklaven immer schwerer zu bekommen waren, gingen die Muslime in Afrika auf die Suche. Auf dem schwarzen Kontinent leben viele schwarze Muslime. Doch der Koran verbietet die Versklavung von Glaubensbrüdern. Dieser Widerspruch wird jedoch schnell überwunden. Parallel zum Aufstieg Afrikas als Sklavenlieferant Nummer 1 entwickelte sich in den arabischen Staaten ein Rassismus, der den Menschenhandel rechtfertigte. Das war in Amerika übrigens auch nicht anders. Schon lange bevor die europäischen Anthropologen im 19. Jahrhundert ihre allseits bekannten Rassentheorien aufstellten, wurde die Minderwertigkeit der schwarzen Rasse in der arabischen Welt als praktisch unwiderrufliche Tatsache postuliert. Und zwar von gelehrten, hoch angesehenen Respektspersonen, wie zum Beispiel Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, der große Politiker und Historiker des 14. Jahrhunderts, schrieb: Die einzigen Völker, die sich versklaven lassen, sind die Neger, da sie den übrigen Menschen unterlegen sind und in ihrem Wesen eher Tieren gleichen. Ganz sicher gibt es viele. Das habe ich bewiesen. Viele Bezeichnungen und eine Sichtweise, die die schwarze Rasse, die Sklaven, als minderwertig einstuft. Es gibt im Arabischen verschiedene Worte für Sklave. Man kann Abd sagen oder Cholem, Sinji oder auch Esuet. Interessant ist, dass Esuet gleichzeitig schwarz bedeutet. Auch Sinji wird als Begriff für Schwarze aus Ostafrika verwendet. Wir können beobachten, dass sich ursprünglich ethnische oder regionale Bezeichnungen zu einem Synonym für Sklave entwickelt haben. Noch heute sagt man in den Staaten des Maghreb, zum Beispiel in Tunesien, anstelle von Schwarzer Sklave. Man sagt Abd. All diesen Thesen zufolge wurden in Afrika 14 Jahrhunderte lang Menschen versklavt. Soldaten haben während der Kriege Gefangene gemacht. Bewaffnete Banden gingen im Auftrag von Händlern auf Menschenjagd. Diese Jagd wurde von unglaublichen Gewaltakten begleitet. Man hat Behausungen in Brand gesteckt, die völlig wehrlose Bevölkerung frontal angegriffen. Und dann wurden diese Menschen ihren Familien, ihrer Heimat brutal entrissen. Auf jeden erbeuteten Sklaven kamen im Schnitt 2 bis 3 Tote.
Und in den Dörfern wartete eine ganz besonders wertvolle Ware. Eine begehrte Ware stellten Kinder dar. Sie passten sich noch leichter an die neue Umgebung, die neuen Umstände an. Dadurch waren sie einfacher zu beherrschen als Erwachsene, die ihr Sklavendasein nicht so ohne weiteres akzeptierten. Einmal in Gefangenschaft begann für die Sklaven, egal ob Kinder oder Erwachsene, ein langer Leidensweg. Über 1400 Jahre lang lief der Menschenhandel praktisch nach dem gleichen Schema ab. Aber während das Amerika-Geschäft in die Geschichtsbücher Einzug hielt, verloren sich die Spuren der übrigen Sklaven im Sand der Sahara. 7 Millionen Menschen mussten den Marsch durch die Wüste antreten, bewacht von Galabs, von Viehtreibern, die zwischen Sklaven und Tieren keinen Unterschied machten. Wenn die Gefangenen nach 3 Monaten die Nordküste oder das Niltal erreichten, waren sie völlig entkräftet. Einige Studien lassen vermuten, dass diese ersten Märsche innerhalb des afrikanischen Kontinents die meisten Menschenopfer gefordert haben. Nur wer eine eiserne Gesundheit hatte, schaffte es mit der Karawane bis ans Ziel. Wassermangel, Krankheiten, Erschöpfung. 20 bis 30% der Gefangenen blieben auf der Strecke. Eine Sterblichkeitsrate, die der des transatlantischen Menschenhandels sehr nahe kommt. Der Weitertransport erfolgte ebenfalls per Schiff, sei es zur arabischen Halbinsel oder nach Kairo. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden Sklaven über das Rote Meer geschippert. Insgesamt 8 Millionen Menschen. Zusammengepfercht in Dhows, den typischen lokalen Segelbooten, die sicher nicht komfortabler waren als die berüchtigten Sklavenschiffe nach Amerika. Wer diese Torturen überlebte, landete auf den Sklavenmärkten von Kairo, Bagdad, Istanbul, Mekka oder Timbuktu. Und dort wartete auf einen Teil der Sklaven die nächste Tortur, die Kastration. Das Traurige daran ist, dass die Gegebenheiten, unter denen die Kastration vorgenommen wurde, sowie der Eingriff selbst, lebensbedrohend waren. Für Kinder war die Überlebenschance minimal.